Was ein Kader. Julian Nagelsmann kommt mit einer Nominierung um die Ecke, die sich mal so richtig gewaschen hat. Die nächste radikale Kehrtwende hat den halben Kader ausgemistet und wir reden hier von der Europameisterschaft. Große Namen sind raus. Dafür frische, formstarke Neulinge am Start. Es ist nicht weniger als ein radikaler Umbruch in der Nationalmannschaft, 3 Monate vor der Heim-EM. Demnach war klar, dass wir nach den nicht guten Ergebnissen zuletzt und auch der Art und Weise schon was verändern wollten. Goretzka, Hummels, Schlotterbeck, Süle und. Die Liste an etablierten Nationalspielern, die fehlen, ist zweistellig. Ist ihr EM-Aus damit besiegelt? Diese Nominierung war schon eine Richtungsentscheidung. Pavlovic, Mittelstädt, Anton, Undav, Kroos und weitere. Der Kader hat ein komplett neues Gesicht. Die Entscheidungen von Nagelsmann sind mutig. Zu mutig? Im Prinzip widerspricht es allen Regeln und Grundsätzen des Fußballs. Da muss man schon skeptisch sein. Auflaufen werden sie dann übrigens in diesem Trikot. Wir schauen gleich gemeinsam auf das Heim- und Auswärtsjersey. Warum Nagelsmann mit seinem Märzkader All-In geht und wie eine Aufstellung mit dem ein oder anderen Neuling aussehen könnte, seht ihr jetzt in Folge 2 von Road to Euro. Road to Euro ist unser neues Format auf dem Weg zur Europameisterschaft 2024. Alle 2 Wochen am Donnerstag hier auf dem Kicker-Kanal. Da gibt es brandheiße Einschätzungen und Insights von unseren Nationalmannschaftsreportern. Und wenn ihr das nicht verpassen sollt, dann unbedingt den Kicker-Kanal abonnieren. Pünktlich mit dem neuen Kader kamen auch die Trikots der deutschen Nationalmannschaft für die Euro 2024 in Deutschland heraus. Das Heimtrikot kommt im klassischen Weiß daher mit schwarz-rot-goldenen Schultern und schwarzen Streifen an der Seite, die passend zum Heimturnier an das Trikot der WM 2006 erinnern. Das Auswärtstrikot überrascht mit einem Pink-Lila-Mix. Die Frage ist, wer wird bei der EM in diesen Trikots auflaufen und wer nicht? Vor einigen Wochen sagte Julian Nagelsmann im Spiegel-Interview, es wird bestimmt der ein oder andere nicht nominiert werden, von dem viele denken, der sei sicher dabei. Ja, und am Tag der Kaderbekanntgabe kann man sagen, ein Mann, ein Wort. Julian Nagelsmann schreibt ein neues DFB-Drehbuch. Film ab. Vorhang auf für die Neuen. Pavlovic, Undav, Anton und Mittelstädt. Das sind die ersten Neubesetzungen von Regisseur Julian Nagelsmann für die Testspiele im März. Doch was bringen sie auf die Leinwand mit? Pavlovic hat sich inzwischen beim FC Bayern als Hauptdarsteller im Zentrum festgespielt. 8 seiner letzten 10 Einsätze machte er von Beginn an. Kimmich hat er auf die Außenbahn verdrängt und Goretzka aus dem DFB-Team. Über 92% seiner Pässe kommen an. Unter den zentralen Mittelfeldspielern ist ligaweit nur Ezequiel Palacios besser. Vorne im Sturm gibt es nun endlich die lang ersehnte Zweitbesetzung für Niklas Füllkrug, die viele jetzt schon als Erstbesetzung sehen. Dennis Undav. In seiner Bewerbungsmappe 14 Bundesligatore, 3 Treffer mehr als Füllkrug bei 4 Spielen weniger. Kein Neuer und trotzdem im Fokus Robert Andrich. Er wird als Bösewicht gecastet, also für die Gegner. Knallharte Zweikämpfe treffen auf Mentalität. Belohnt mit einer Kicker-Durchschnittsnote von 2,91. Damit gehört er zu den 20 besten Feldspielern der Liga. An anderer Stelle gab es einen Spoiler-Alarm. Serhou Guirassy verriet schon am Dienstag, das Stuttgarter Quartett um Undav, Anton, Führich und Mittelstädt darf sich über DFB-Screentime freuen. Bleibt nur die Frage. Können Sie alle dafür sorgen, dass der EM-Film von Regisseur Nagelsmann zum Sommermärchen 2.0 wird? Ja, das waren die 4 Kandidaten, die unsere Nationalmannschaftsreporter rund um Olli Hartmann schon vor einigen Tagen herausgefunden haben. Doch Nagelsmann wäre nicht Nagelsmann, wenn er nicht am Tag der Nominierung auch noch 2 Überraschungen gedroppt hätte. Jan-Niklas Beste und Maximilian Bayer. Große Freude auf der einen Seite, krasse Enttäuschung auf der anderen. Leon Goretzka, Mats Hummels, Nico Schlotterbeck, Niklas Süle, Julian Brandt, Robin Gosens, Kevin Trapp, alle nicht dabei. Dazu der gesperrte Leroy Sané und der erst wieder genesene Serge Gnabry. Und so hat Nagelsmann seine Entscheidungen begründet. Am Ende ist es wichtig, dass wir von den Einzelspielen her vielleicht nicht die dann Richtung EM gesehen 20 wirklich als talentiertesten finden oder mit dem größten Namen oder mit den größten Clubs und dass wir die 20 passenden zueinander finden, das ist das Entscheidende. Nagelsmann beweist mit dem neuen Kader Mut und Konsequenz. Schon nach den katastrophalen November-Länderspielen kündigten Sportdirektor Rudi Völler und er harte Entscheidungen an und die trifft er jetzt.
Vor allem die BVB-Profis leiden trotz des Viertelfinaleinzugs in der Champions League unter den wenig überzeugenden Auftritten in der Bundesliga. 3 Monate vor dem Start in die Europameisterschaft ist das schon ein deutlicher Fingerzeig Richtung EM-Kader. Und die Frage ist jetzt, haben die Geschassten überhaupt noch die Chance, noch auf den EM-Zug aufzuspringen? Warum soll er jetzt einem Spieler 3 Monate vor der Europameisterschaft sagen, dass die Tür zu ist? Natürlich ist die Tür nicht zu, aber diese Nominierung war schon eine Richtungsentscheidung. Das heißt jetzt nicht, dass für alle die Türen zu sind, vor allem im Offensivbereich kann natürlich was passieren. Also Sané wird normalerweise zurückkommen, der ist ja gesperrt für 3 Spiele, der könnte zur Europameisterschaft natürlich zurückkommen. Gnabry war jetzt lange verletzt, auch den würde ich jetzt nicht abschreiben. Was den jetzt nominierten Spielern natürlich in die Karten spielt, ist, Nagelsmann muss jetzt eine Achse finden, damit die Spieler eben sich noch einspielen und Automatismen entwickeln können. Brisant, der Bundestrainer verzichtet auf Leon Goretzka und nominiert dafür ausgerechnet den Spieler, mit dem Goretzka zuletzt im Bayern-Mittelfeld aufblühte, Alexander Pavlovic. Nagelsmann hat es ja heute in der Pressekonferenz auch betont, dass das eine jetzt nicht direkt mit dem anderen zusammenhängt. Von den 6 Neulingen ist Pavlovic der Einzige, der eigentlich dieses Level kennt, auf dem er jetzt performen soll bei FC Bayern. Er hat zwar noch nicht viele Spiele gemacht, aber er hat natürlich schon jetzt über einen längeren Zeitraum auf allerhöchstem Niveau mit den Besten trainiert. Also der wird diesen Schritt schon bewältigen. Er ist ein anderer Spielertyp als Goretzka. Bei Goretzka ist es einfach so, dass die Position des defensiven Abräumers, der neben Toni Kroos dann gesucht wird, nicht die Position ist, auf der seine Stärken zum Ausdruck kommen. Da sind die anderen, die er nominiert hat, Kroos, Andrich und auch Pavlovic, schon geeigneter. Deswegen war es eigentlich auch konsequent, auf ihn zu verzichten, genauso wie es auch konsequent war, auf Mats Hummels zu verzichten, weil Hummels eben in Dortmund auch nicht mehr diese tragende Rolle spielt. Da andere Spieler, also Anton und Koch, als Herausforderer für Tah und Rüdiger vielleicht doch besser geeignet sind. Die Nominierung von Pavlovic steht stellvertretend für Nagelsmanns Philosophie. Standing interessiert ihn nicht mehr, es geht ausschließlich um die aktuelle Form und das Momentum. Ein weiterer Beleg dafür, der neue Stuttgart-Block. Waldemar Anton, Maximilian Mittelstädt und Dennis Undaf heißen gleich 3 Stuttgarter DFB-Debütanten. Dazu kommt der zuvor schon nominierte Chris Führich. Sind die VfB-Neulinge bereit für die ganz große Bühne? Das sind Spieler, die das Momentum auf sich vereinigen, aber die eben wenig internationale Erfahrung haben. Und wir reden hier von der Europameisterschaft. Wir reden davon, dass im Sommer sich die Besten des Kontinents treffen. Das ist ein Level, auf das man normalerweise nicht ad hoc in 2, 3 Spielen gehoben wird, sondern in das man reinwächst durch Testspiele, durch Länderspiele, durch dann auch internationale Spiele in den Vereinen. Das fehlt diesem Stuttgarter Block und von daher ist es bei allem Verständnis dafür, dass die eine herausragende Saison spielen, schon auch ein Wagnis, jetzt so kurzfristig auf sie zu setzen. Ja, es passt ja irgendwie zu Julian Nagelsmann. Ein Charakter, der das Risiko absolut nicht scheut. Nach den verheerenden Novemberpleiten braucht er jetzt vor allem eins und das sind Ergebnisse, denn sonst nimmt auch die Kritik an ihm weiter zu. Könnte es sein, dass bei weiteren hohen Niederlagen gegen die Top-Gegner Frankreich und Niederlande auch Nagelsmann vor der EM nochmal in Frage gestellt wird? Es müsste viel passieren, dass noch ein Trainerwechsel kommt. Rudi Völler und Bernd Neuendorf haben ja schon im Vorfeld ganz klar signalisiert, dass sie mit Nagelsmann in das Turnier gehen werden. Die Stimmung ist im Keller. Das Zutrauen in die Nationalmannschaft und auch in die Arbeit von Nagelsmann bei den Fans ist im Keller. Und diese beiden Spiele sind natürlich schon jetzt eminent wichtig, um Vertrauen zu gewinnen. Vertrauen sowohl natürlich in den eigenen Reihen, dass das noch gut gehen kann bei der Europameisterschaft, aber natürlich auch vor allem Vertrauen bei den Fans. Also wenn jetzt 2 Spiele im März gegen Frankreich und dann das Heimspiel in Frankfurt gegen die Niederlande, wenn das ebenso trostlose Auftritte und zusammenhangloses Spiel ist wie jetzt in diesen Novemberspielen, dann wird auch Nagelsmann zwangsläufig in Frage gestellt werden. Ergo, bei all den Veränderungen im Kader bleibt eines gleich, es wären richtig spannende Wochen und Monate beim DFB. Wie könnten sich die Personalrochaden jetzt also in einer potenziellen ersten deutschen Elf auswirken? So könnten sie spielen.
Überträgt Nagelsmann seinen Mut bei der Kadernominierung jetzt auch in die Aufstellung? Wir haben für dieses Szenario mal eine fiktive erste Elf gebaut. Vor Manuel Neuer könnte Nagelsmann eine Viererkette mit gleich zwei Stuttgartern stellen, da sie eben im Verein schon gut harmonieren. Links Maxi Mittelstädt, in der Innenverteidigung Waldemar Anton neben Antonio Rüdiger und rechts Joshua Kimmich. Und der Platz neben Toni Kroos, den könnte tatsächlich Alexander Pavlovic besetzen. Sollte er seine starke Form der letzten Wochen bis zum Saisonende halten können. Denn Pavlovic bringt eben die Qualitäten mit, die es neben einem Toni Kroos braucht. Zweikampfstärke, Ballsicherheit und eine Positionsdisziplin. Pavlovic könnte die Position hinter dem leicht vorrückenden Spielgestalter Kroos einnehmen und ihm den Rücken frei halten. In der offensiven Dreierreihe bleibt alles wie gehabt. Jamal Musiala halb links, Ilkay Gündoğan in der Mitte und Florian Wirtz halb rechts. Und vorne, da wird es wahrscheinlich ein ganz enges Rennen zwischen Niklas Füllkrug und Dennis Undav. Wir haben in der fiktiven Elf mal Undav reingepackt, aber klar, alles hängt vom Saisonendspurt ab. Ja, der neue Kader bietet echt viel Fantasie und viele verschiedene Varianten. Wahrscheinlicher ist für Olli in den Länderspielen gegen Frankreich und die Niederlande aber folgende Elf. Er sieht links hinten ebenfalls Maxi Mittelstädt. Jonathan Tah als Partner von Rüdiger. Pascal Groß, der mit Leverkusens Robert Andrich um den Platz neben Toni Kroos kämpft, hat für ihn aktuell wohl die Nase vorn. Und Niklas Füllkrug ebenfalls vorne drin, wegen seiner bisher starken Leistung im DFB-Trikot. Und jetzt geht natürlich die Frage an euch raus, wie sähe eure perfekte erste Elf aus? Einmal für die Länderspiele gegen Frankreich und die Niederlande, aber eben dann auch für die Europameisterschaft. Gefällt euch unsere fiktive Elf oder sagt ihr eher, na, die von Olli, von unserem Experten, die ist schon ein bisschen realistischer. Wir sind sehr gespannt auf eure Kommentare. Und jetzt freuen wir uns auch, wenn ihr uns Feedback dalasst. Und dann sehen wir uns wieder in zwei Wochen zur nächsten Folge Road to Euro. Da nehmen wir dann natürlich die beiden Länderspiele gegen Frankreich und die Niederlande auseinander. Danke euch fürs Zuschauen. Bis nächstes Mal. Ciao, ciao.